Und bumm. Und was machst du jetzt, Zauberer? Naja, im Film ging das schneller. Aua! Dreh doch mal nicht so durch! Okay, der ist... Der dreht hier komplett durch. Ich weiß auch noch nicht, wie ich den jetzt ausschalten muss. Au. Ein bisschen dumm, glaube ich. Mann, wie langsam der angreift. Kann ich hier irgendwas machen? Anscheinend nur warten, bis der hier immer von seinem eigenen Zorn ein paar Steine auf den Kopf bekommt. Komm, krieg wieder ein paar Steine auf den Kopf. Wie der immer so behindert lacht. Jawohl. Und Angriff Nummer 2. Dorin, geh weg da! Ich hätte gerne die Kiste. Hier schnell wieder die ganzen Orks töten. Ach, die halten die hier weg. Deshalb sind wir hier nur so wenige. Oh nee! Er hat Thorin getötet! Ich bin aber schon wieder hier. Ja gut, jetzt springt er wieder. Komm jetzt her hier. Und das war's dann auch mit dir. Jetzt geht's erstmal nach unten. Jetzt wird hier die Plattform auch immer kleiner. Gut. Naja, hätte auch schlimmer kommen können. Das soll wohl ein Scherz sein. Gandalf! Oh. Manchmal haben die ja so richtig dämlich aufgebaut. Aber auch recht unterhaltsam.
Und weg war er. Und da kommen sie. Aha. Sehr schön. Da hätte man fast Mitleid mit Gollum. Aber auch nur fast. Bilvis verwirrt. Und wieder ein paar Charaktere. Alles Bilvisse. Und wie viel Prozent haben wir? 37? Nee, nicht mal. Schon wieder so knapp! Naja, schon wieder. Es war schon ewig. Ewig her, als ich das letzte Mal so knapp war. Und wieder 37 Ereignisse freigeschalten. Nee, doch nur 2. Ist aber schade. Geschichte fortsetzen, natürlich. Konnte er sich davonstehlen? Ich sag dir, was passiert ist. Meister Beutlin hat die Gelegenheit erkannt und sie ergriffen. Wir werden unseren Hobbit nicht wiedersehen. Er ist fort schon längst. Nein, ist er nicht. Bilbo Beutlin. Wie bist du an den Orks vorbeigekommen? Gute Frage. Was spielt das für eine Rolle? Er ist wieder hier. So sieht's aus. Wir haben es alle lebendig wieder aus der Orkhöhle geschafft. Sieht man von hier den Erebor schon? Hallo? Den Erebor überhaupt. Den einsamen Berg. Bin ich dumm. Erebor ist noch ein bisschen... ja. Ich meine, ist beides gleich weit weg, aber... den Berg sieht man dann doch eher noch. Als sie durch den Wald wanderten, beschlich die Gemeinschaft das Gefühl nahenden Unheils. Sie waren nicht allein. War ihnen etwas aus dem Orkreich gefolgt? Oder lauerte hier eine andere, noch größere Gefahr? Atzok. Oh-oh. Aus der Pfanne. Ins Feuer. Luft! Luft! Die sind ja wieder ganz schnell unterwegs hier. Und hier runter. Oh, die Kiste habe ich gekriegt. Geil. Sehr schön. Gut. Hier haben wir wieder einen Save Point, den ich gerne aktivieren würde. Weil. Hallo? Oh Mann, was soll das? Ich würde gerne speichern. Gut,
Freunde, das war's auch schon wieder mit der heutigen Session. Die ist dann noch ein bisschen länger geworden, als ich das eigentlich beabsichtigt hatte. War aber spannend und ich konnte auch nicht in der Mitte aufhören, von dem her. Wollte jetzt auch gar nicht so weit rennen, dann ging auf einmal schon wieder die Zwischensequenz los. Ist aber gar nicht schlimm. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann und tschüss.